Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Sonne kommt auch gerade hinter einer Wolke wieder hervor und begleitet uns auf diesen Gartenrundgang. Ich möchte euch alles zeigen, was gerade relevant ist. Das ist auf jeden Fall einmal der Garten. Ihr kennt ja meine Gartenrundgänge, aber es ist jedes Mal anders und jedes Mal ein neues Abenteuer. Wie ihr merkt, ich habe gerade Feuer. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Es schwankt immer mal wieder, deswegen mal gucken, wie es läuft. Und in jeder Ecke des Gartens ist was los. Das möchte ich euch zeigen. Ich habe es ja schon mal versucht und ich habe auch einen schönen Gartenrundgang gedreht, wo nachher leider die Tonspur fehlte. Ja, aber das möchte ich dann heute irgendwie wettmachen und das eine oder andere ist jetzt noch dazugekommen, was ich euch auch zeigen kann. Vor allen Dingen, die Natur hat nicht geschlafen und hat hier an jeder Ecke einen guten Wachstumsschub nach vorne gemacht. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt loslegen sollen. Ich habe aber gerade was gesehen, das mache ich als allererstes. Da habe ich ja ein bisschen gewerkelt und das dürftet ihr noch gar nicht kennen. Und da ich jetzt nun diese Hängematte vom Regen gerettet habe, muss ich auch mal kurz hier den Faden finden, ist das noch feucht und darf gerne noch mal in der Sonne durchtrocknen. Haut das hin? Das haut soweit hin. Also hier ist ein schönes neues Plätzchen hingekommen. Ich suchte irgendwie ein Plätzchen, einen Garten vorne, wo ich mich niederlassen kann, im Vergleich zu hinten dann einen warmen Platz habe. Und die beste Stelle, die dafür in Frage kam, war halt wirklich diese hier. Das ist so quasi die letzte Ecke. Jetzt möchte ich in meinem Garten bleiben. Ja. Wenn dann nachher da die Sonne runtergeht, ist so schattenwurfmäßig dann das die letzte Ecke, in der ich mich niederlassen kann. Und ein paar Mal habe ich hier schon gelegen und ich muss sagen, es kam genau richtig zur richtigen Zeit, dass ich auch hier vorne irgendwie ein Plätzchen mit einer Hängematte habe. Echt eine schöne Sache. Also hier kann ich jetzt erstmal schön trocknen. Wow, das greift sogar schon. Das war echt ein kurzer Zeitraum gerade, aber ich merke das. Wow, das geht echt fix. Die Sonne haut auch gerade echt rein. Spannend. Was hat sich hier so getan? Ich darf ja selber auch erst das erste Mal wieder liebäugeln, wie es hier um das Beet steht. Und ich muss sagen, hier so der Bereich, der sieht gut aus. Keine Quirulenten, also Beikraut. Und alles andere wächst auch völlig vor sich hin. Das Einzige, was ich sehe, sind vor meiner Nase die Erbsen. Also das da geradeaus. Alles voll Erbsen. Und das, was ich sehe, sind die Kartoffeln da unten, die irgendwie noch Platz haben wollen. Ja, das ist aber sowas, das gehört für mich quasi zum Beikraut, da wo Kartoffeln nicht sein sollen. Und da wo sie letztendlich nicht stört, lasse ich sie wachsen. Ja, Tomatenpflänzchen, ganz kleinen Schub gekriegt. Lebt aber, ist nicht weggefressen. Auch hier, sieht ganz gut aus. Ja, und die Sonnenblume hier vorne. Ich finde den Standort sehr spannend. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hingekommen ist. Ja, ansonsten hier so die Kartoffeln, sehen auch super aus und da habe ich ja noch zwei Sonnenblumen hingepflanzt, quasi als schöne Aussicht zur Hängematte, das ist so eine Kombo. Und mir fällt gerade auf, ich habe euch was noch gar nicht gezeigt, da muss ich hier unten nochmal durch. Das ist, hier habe ich was zum Abstellen gebaut, das ist auch noch nicht fertig, wollte irgendwie sowas da noch anbringen an den Seiten und noch ein bisschen weitermachen. Ist für mich unheimlich wichtig, an verschiedenen Ecken im Garten immer ein Plätzchen zu haben fürs Wasser, dass ich das stehen habe, griffbereit und dementsprechend trinke ich mehr. Da trinke ich so ein bisschen meine Psyche aus, meine Gewohnheiten. Mache es mir attraktiv und wenn das attraktiv ist, geht man da eher bei. Hätte ich jetzt noch eine Hand frei, würde ich direkt trinken, aber ich glaube, den Gartenrundgang schaffe ich noch. Ja, ich habe Beikraut hier gejätet, ich habe Pflanzen umgepflanzt, ich habe gemulcht, ich habe... Ja, da ist schon einiges zusammengekommen. Ich glaube, den aktuellen Stand, das ist schon ein bisschen was her. Wie der Blick hier jetzt zum Beispiel mal drauf, auch wenn gerade die Sonne verschwindet. Da können wir gleich mal überall hingehen. Aber ich würde sagen, da ist sie wieder. Ja, wechselhaftes Wetter. Fühlte sich auch teilweise wie April an die letzte Zeit. Ja, einiges neu. Der aufmerksame Beobachter wird schon einiges entdecken. Wer da meine Doku-Serie schon länger verfolgt, sowieso. Der ist ein bisschen affiner mit dem, was da vor Ort ist. So, gehen wir hier an der Seite mal vorbei.
Das Beet sieht immer noch richtig schick aus und ich glaube, das Mulchen, das dürftet ihr noch nicht gesehen haben, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Das ist Schafswolle, für alle, die jetzt ein dickes Fragezeichen vor der Stirn haben. Das ist ein wunderschöner Kohl. Er ist auch so wunderschön, bringt mir nur auf Dauer dann leider nichts mehr. Aber die Schnecken hatten ihre Freude. Apropos Schnecken ist sowieso so eine Sache dieses Jahr sehr auffällig. Ich bin ja sehr teilen unterwegs und habe auch Unterstützung durch den Tigerschnegel, wie ich mit euch schon geteilt habe. Und ich darf jede Menge Entdeckung machen dieses Jahr. Also wie gesagt, das was anders ist. Also Schnecken ist echt heftig. Also die futtern alles weg. Topinambur, Tomatenpflanzen, Physalispflanze. Einfach ratzfatz weg von oben bis unten. Ja, so ist das halt. Darf man irgendwie mit leben. Mich hat es bisher noch nicht getroffen. Auf der Ebene seelisch. Auf der anderen Seite versorgungsmäßig finde ich es sehr schade. Denn wie in dem Beispiel direkt daneben kann man wunderbar sehen, es gibt natürlich auch andere Tiere, die sich bedienen, aber ich glaube, von dem Kohlrabi werde ich nicht mal viel haben. Zum Glück habe ich ein paar mehr vorgezogen, aber ich werde mich hüten, hier wieder was reinzumachen, denn ich habe irgendwie dann nachher doch zu viel übrig. Hier Rucola sieht dabei so aus, hat auch schon die ersten Blüten, diese weißen Propeller. Ja, der Salat hier unten, nee, der Spinat, der ist weggefuttert, der ist nicht mehr da. Da durfte ich aber doch auf der Ecke ja noch was beobachten. Das mit den Eidechsen habe ich euch ja schon gezeigt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja doch, das habe ich euch gezeigt. Wie die hier so ihr Terrain haben und was sich da so verändert hat. Doch, das hatte ich begleitend mit in meinen Videos. Und hier vorne, direkt da, wo ich so gerne sitze, ich schaue mal ein bisschen von der anderen Richtung, damit das hier mit dem Schatten ein bisschen besser passt. Ja, da habe ich einen Teil hin, was ich schon vor, ich meine, drei Jahren gebaut habe für eine Außendusche. Das stand dann immer rum und da, wo jetzt die Außenküche ist, ja, sollte die hin. Und ich bin froh, dass ich das gerettet habe. Jetzt habe ich hier eine schöne Fläche zum Sitzen, denn mit meinem langen Elend, dieser lange, große Körper, ist immer so Sitzen, ist immer so eine Sache. Und ja, so nach und nach kriege ich hier gemütlichere Plätze, weil ich kenne diesen Garten bisher nur sitzend. Ich habe auch noch nicht einmal hier übernachtet, davon träume ich noch. Es gibt einfach so ganz einfache Dinge, die vielleicht viele schon gemacht haben nach so vielen Jahren. Aber ich warte da noch drauf, ich träume da noch von und es bedarf gewisser, ich sag mal, Meilensteine in meinem Leben, um da auch hinzukommen, aber dieses Jahr sind die Chancen ein wenig gestiegen. Ich habe da ja auch noch einiges in der Pipeline, was ich so an Projekten auch schon immer im Hinterköpfchen hatte. Ja, aber da werde ich nicht zu viel verraten, das habe ich gelernt, nicht viel, zu viel vorher zu erzählen. Halte ich aber generell schon sehr lange so. In diesem Fall, für mich gibt es ein paar Hoffnungsschimmer, ein paar Lichtblicke am Ende des Tunnels für ein paar Sachen, die ich mir eigentlich schon in den ersten Jahren vorgenommen hatte. Ja, und nun darf ich da das andere oder andere vom Universum entgegennehmen. Hat irgendwie zu mir gefunden, ich wurde gefragt, habe ja gesagt, aber was das bedeutet, das werdet ihr dann in Zukunft irgendwann sehen können, hoffe ich, dass wir das erleben dürfen zusammen. Wir wissen ja nun in diesen Zeiten nicht, wie das morgen wird und von daher bin ich immer ganz vorsichtig mit dem, was ich sage. Bleib aber optimistisch, dass ich mir das erfüllen darf. Dann bekommt ihr mal einen aktuellen Stand dessen, was ich hier vorne so eingepflanzt habe und überhaupt, was da so reingekommen ist, denn ich glaube, ich habe noch nicht alles erwähnt und nicht gezeigt. Aber für jeden, der das jetzt irgendwie zum ersten Mal sieht, der Mix aus Kürbis, Mais und Stangenbohnen, die noch nicht drin sind, das ist so das Hauptanliegen. So eine Mischkultur hat sich schon sehr bewährt gemacht, wurde über Kulturen weitergegeben und ich finde, das ist eine tolle Sache. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich mache es aber noch zusätzlich ein wenig anders. Das hat sich aus den Jahren davor ergeben, dass ich ein paar Sonnenblumen mit untergemischt hatten. Noch andere Pflänzchen und ja, ich habe daran festgehalten und habe dann noch mal mit der Sonnenblume kombiniert und intuitiv dieses Jahr hier auch noch mal mit dem roten Spitzkohl. Ich glaube, den dürftet ihr noch nicht kennen. Ja, die Maispflanzen sind derweil so weit, da warte ich darauf, dass sie mal einen Schub kriegen. Ja, Sonnenblumen, gibt es auch noch andere Pflänzchen dazwischen und dann gehe ich auch noch mal hier rum, denn ja, Tomatenpflanzen habe ich ja auch drin. Tomate, hier ist eine Paprika drin. Dort wieder Tomate, wow, die sind alle durchgekommen. Andere Pflanzen wiederum nicht. Irgendwo war auch eine Gurke, ich glaube, die ist schon gar nicht mehr existent. Dafür hier unten nochmal an der Stelle, da kommt jetzt der Mais raus. Zwei habe ich gesichtet, drei habe ich gesichtet, jetzt sogar den vierten, wow.
Und ich denke, wenn ich da noch weiter gucke auf der anderen Seite, nee, da ist noch nichts zu sehen. Ja, aber das ist so das Bild hier vorne bei diesem Beet. Und das Totholz steckt drin, damit dann die Stangenbohnen nachher hochwachsen können. Ein bisschen die Sonnenblumen und auch die Maispflanzen ein bisschen befreit sind, weil Stangenbohnen können gut Überhand nehmen, durfte ich erfahren. Und ich werde auch vom Rhythmus her, ihr seht das ja hier, Mais früher, da ist er dann später unterwegs. Und da werde ich dementsprechend ein bisschen anderen Rhythmus reinmachen und das teilen, anstatt das konzentriert auszusäen. Ich möchte es ein bisschen verteilt machen, damit ich unterschiedliche Ernten habe. Das war der Gedanke dabei. Das Beet soweit durch. Hier nebenan die Blühwiese. Blüht noch nicht. Bei uns im Norden ist das Wetter ein bisschen anders. Ich darf in vielen Videos sehen, wie es in Deutschland aussieht. Also da sind wir hier ein bisschen zu kurz gekommen, was die Entwicklung angeht. Aber das macht nichts. Ich bin mit den Gegebenheiten zufrieden. Ich habe schon ganz viel Sonne abgekriegt dieses Jahr. Und zeigenswert bleibt das allemal. Und bei mir hier ist es dann nachher, oder bei uns hier ist es nachher dann etwas später. Aber das Grüne zusammen mit allem, was da so an Beetbegrenzung ist oder an optischen Sachen, alles was ich da so mit drin habe, das sieht echt toll aus und die unterschiedlichen Pflanzen. Ja. Für alle, die das nicht so kennen, ich zeige die Pflanzen nochmal, dass ihr da einen Überblick habt. Ich habe sie angekündigt. Das dürfte eine Nachtkerze sein. Hier auf der Ecke der Baum übrigens. Macht so einen Schub, den nehme ich mal gleich mit. Sehr grün geworden. Das lässt hoffen, dass er sich irgendwann mal offenbart. Ich weiß bis heute nicht sicher, was es ist. Also wer da mehr weiß, sagt Bescheid. Kronlichtnelke ist aber irgendwie nicht mehr zu sehen. Blühen will die noch nicht. An anderer Stelle macht sie schon. Gehe ich davon aus, dass es irgendwann noch kommt. Hier sind auch verschiedenste Pflänzchen noch zwischen, die ich auch noch nicht so benennen kann. Ich habe auch so ein bisschen Gedächtnisverlust und habe nicht mehr alle parat. Ja, selbst die Lupine wird angefressen. Das ist ja unfassbar. Ach ja, bei diesem Schneckenthema war ich noch nicht so ganz fertig. Denn auch wenn es Hochkantaufnahmen waren, bin ich hier eines Nachts oder spätabends angekommen und habe mir das mal direkt angeguckt. Nicht der Schnecken wegen, sondern das hat mich eher überrascht. Und ich habe es in den vergangenen Jahren auch schon gemacht und da war es nicht so. Also da gibt es dieses Jahr ganz klar einen Unterschied, der mich in diesem Jahr, begleitet. Also hier, da habe ich natürlich ein paar Aufnahmen zu. Mal gucken, wie das hier in den Beeten aussieht. Ich bin jetzt beim Kiholbeet. Oh, hier sieht das recht ruhig aus. Wahrscheinlich haben die gerade erst gesnackt und sind auf dem Weg nach Hause. ja, sehr nachtaktiv. Hier auch. Echt aufpassen, wo ich hintrete. Hier ist noch wer unterwegs. Da ist irgendein Tier, irgendeine kleine Motte direkt vor der Kamera. Die mag das. So, wie sieht es im Beet aus? Soweit ganz gut hier vorne. Wer bist du denn? Erwischt. Das gibt's ja echt nicht. So. Oh, das hier, das ist ein gutes Zeichen. Da ist eine nützliche, der Tigerschnegel ist unterwegs. Das ist der Konkurrent zu den anderen. Vertreibt den anderen auch. Frisst die Eiergelage. Revierkämpfe. Ja, eine gute Schnecke. Aber du hast hier was vor und ui, hier ist ja mal richtig was los. Ja. Da habe ich jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage, so, das ist jetzt schlimm. Noch ein Tigerschnegel. Sehr gut. Sehr gutes Zeichen. So, jetzt muss ich auf ein Bein hüpfen, weil da ist eine kleine Schnecke. Wie ich das aus der Ferne richtig gesehen habe. Ja, wissen du? Das könnte auch ein Tigerschnegel sein. Nee. Doch, hinten sieht das ein bisschen so aus. Wow, wie spannend. Auf jeden Fall jede Menge Tigerschnegel in den Garten eingezogen und ich darf das dieses Jahr sehr viel beobachten. Exemplare, die richtig groß sind, viele kleine. Und ich weiß nicht, ob es im Video war, ich glaube schon. Die snacken auch zusammen mit den anderen Schnecken. Aber ich habe auch schon gehört von anderen hier,
das, was man ihnen nachsagt, dass sie halt ihr Revier auch verteidigen und auch die Eiergelage der anderen Schnecken aufsuchen, um sich ja, auszubreiten, zu nähern, ihr Reich zu sichern. Schon sehr spannend alles. Also Tigerschnecke bin ich sehr dankbar, dass der so viel in diesen Garten eingezogen ist. Also er hat locker schon 20 Exemplare entdeckt und sehr, sehr viele unterschiedliche. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es ein und derselbe war jedes Mal oder nur drei oder vier oder so. Nein, wirklich schon sehr viele und ich rechne damit, dass hier deutlich mehr sind. Ein sehr schöner Nützling für den Garten. Und wir sind jetzt hier vorne noch nicht durch. So eine Reihenfolge, da vorne, so viel habe ich auch noch gar nicht gezeichnet. Die Blühwiese, da vorne war ich bei. Das eine Beet habe ich gar nicht fertig gemacht, das ist eigentlich direkt hinter euch. Ich würde sagen, das machen wir jetzt als nächstes vor. Da ist einiges zu sehen. Es grünt. Und hier an der Seite ist tatsächlich noch ein intakter Kohlrabi, da auf der Ecke. Aber ich nehme mal den Weg im Uhrzeigersinn, hier vorne im Boric. Dann hatte ich eine Aussaat von Erbsen, die habe ich hier zwischengepackt. Ja, ich glaube, das ist eindeutig zu erkennen. Der Deckel gehört da nicht hin. Ja, alle Eisbergsalate weggefuttert, aber wirklich ausnahmslos. Das ist alles, was noch zu sehen ist. Die waren hier so in Reihe. 6 Stück, also das war der verkehrte Platz. Hier auf der Ecke noch eine Gurke, die mag ihn wohl. Sieht soweit gut aus. Könnte vielleicht noch mehr Sonne abhaben, aber warm genug ist es hier auf der Ecke auf jeden Fall. Dann nochmal ein Boric. Das ist die Süßkartoffel und hier dann auch noch ein weiterer Boric. Hier sind mir die ersten Tomaten, die steht auch prächtig da. Ein Salat, Zwiebeln derweil, der stand so weit. Dann gehe ich hier nochmal rüber, also Kartoffeln, Sonnenblume, Tomate, mehr gibt es da nicht zu sehen. Doch, dahinter. Da habe ich noch einen Kohl, weiß nicht mehr, was das war. War das vielleicht ein Blumenkohl? Da bin ich mir noch tatsächlich gerade nicht sicher. Ja, aber hier geht's weiter. Und da würde ich sagen, da krabbel ich einmal hier auf den Steg. Der Kohl steht auch super da. Tomate, Sonnenblumen, Zitronenverbene. Ja, echt toll. Hier die Zwiebeln sehen auch tipptopp aus. Also das mit den Zwiebeln läuft dieses Jahr mal wieder gut. Da freue ich mich sehr drüber. Wobei, die brauchen auf jeden Fall einen lockeren Boden. Da möchte ich irgendwann beigehen, dass ich da einmal so ein bisschen hebel. Es hat viel geregnet. Tomatenpflanze. Kartoffel, aber da hatte ich doch noch irgendwas anderes drin. Ist verschlungen, ist weg, ich weiß es nicht. Physalis, sie steht noch. Wenn nicht sogar noch die einzige. Hier ist ein bisschen Kartoffel zwischen, das gehört dann zum Beikrautjäten quasi. Und dann tingle ich hier mal wieder raus. Und komme gleich zum nächsten Beet, wo sich richtig was getan hat. Ausgedünnt, Beikraut gejätet. Da ich so ein bisschen durch das, für die Luft gedrehte, naja, umsonst ist es ja nie. Aber das Video, was halt nichts wurde wegen der fehlenden Tonspur, weiß ich nicht mehr, was ich euch gezeigt habe und was nicht. Da komme ich dann halt irgendwann durcheinander. Aber das, was ihr hier vorne seht, das kann ich euch benennen. Wir haben hier Knoblauch, wunderschön, um die Erdbeerpflanzen rum. Eine Erdbeere hatte ich schon dieses Jahr, da sehe ich auch noch mal eine rote. Dann kann ich ja nachher mal auf Entdeckungsreise gehen. Ja, und da gibt es auch noch mehr zu sehen. Und hier vorne habe ich ja auch noch Knoblauch raus, der braucht ein bisschen länger. Bei den Erdbeerpflanzen, da ist auch noch mal eine rote Erdbeere. Ja, das ist auch so generell so der Überblick. Hier die Rucola-Pflänzchen und schon mal einer guckt von dieser Seite. Erdbeere ist angefuttert. Ja, ich gönne das den Tieren. Ist alles okay. Dieses Jahr ist sehr, sehr speziell und ich bin es gewohnt. Ja, hier vorne ein paar Pflänzchen drin, wie Kohlrabi, auch irgendein Blumenkohl, Rosenkohl. Komme ich darüber mit einem großen Schritt? Ja, gut angelegt. Ich habe hier auch Steine hingesetzt an den zwei Stellen. Ich mag das jetzt mittlerweile auf den Beeten herumzutoren, hat mir das dieses Jahr noch mal ein Stückchen besser gemacht, wie ihr auch überall erkennen könnt. Ja, das ist tatsächlich hier ein Radieschen. Wow, okay. Das ist definitiv groß. Also ich meine, ich habe Riesenhände, ich bin 2 Meter Hühne. Und das ist doppelt so breit wie mein Daumen, das Teil. Echt heftig. Dieses Jahr ist echt speziell. Also ich darf so ein paar, ich würde schon fast sagen, mutierte Sorten entdecken, wo Größenauffälligkeiten sind, auch bei der Kapuzinerkresse. Sehr verwunderlich. Ich beobachte das. Bin gespannt, wo das so hinführt. Ich habe so generell auch das Gefühl, die Wetterbedingungen verändern sich sowieso über die Jahre. Sehr speziell die Sonne. Das darf ich nicht nur so in den Größenverhältnissen sehen, sondern auch so von
Ja, von den Blattfärbungen an einigen Pflanzen. Vielleicht stolper ich da nochmal über eine Pflanze und zeige euch das im Direkten. Jetzt im Moment bin ich erstmal beim nächsten Beet. Hier habe ich drin gelassen Salat. Kamille haben wir da. Da sind zwei Eichen am Wachsen. Wer ein Bäumchen möchte, sagt Bescheid. Hier noch Kamille, hier auch, in Hoffnung, dass sich das ein bisschen aussieht. Das ist eine Blüte geschossenes Radieschen. Da Petersilie, Tomate und wenn ich noch weiter rumgehe, habe ich da hinten nochmal eine Paprika. Genau. Denn direkt da vorne, da habe ich auch nochmal einen Stein hingesetzt und ordentlich frei gemacht. So macht das, ja, hier ist ein bisschen nicht ganz so stabil. Da muss ich nochmal ein bisschen, es wackelt. Ja. Genau. So, und da drüben kann man dann auch nochmal schwer, unschwer erkennen. Da kann ich nochmal einen Schritt hin machen. Dabei Kraut gejätet, dort auch, hier aber schon mal ordentlich. Und Minze reingesetzt, alles was ich da so an kleinen Pflänzchen gefunden habe. Weil hier war das mal voll mit Minze und voll mit Schmetterlingen. Das vermisse ich, muss ich ehrlich sagen. Und das soll hier auf jeden Fall hin, zum Teil, vielleicht auch ganz wieder. Und dann halt hier damit den Weg durch. Links fehlt mir jetzt noch ein Stück, das ist dann halt irgendwann dran, wenn ich da wieder die Energie und Liebe für finde. Ihr kennt das ja, es läuft hier alles übers Herz. Und daher, ja, bin ich da auch mal blockiert. Und im Moment kann ich das nicht so. Da versuche ich auf anderen Wegen gerade meine Energie hinzuverteilen. Vor allen Dingen, weil es hier vorne so weit schier aussieht. Bisschen was liegt hier noch an Sachen rum. Wie hier, das soll dann nochmal irgendwo in die Beete. Abgetrocknet, tot. Ja, so viel ist da auch nicht mehr. Genau. So, jetzt sind wir hier vorne rumgelaufen. Da können wir uns auch gleich mal die Teller angucken von der Kapuzinerkresse. Guckt euch diese Teller an. Riesig, also wirklich hammergroß. Was ist hier denn los? Und das hört gar nicht auf zu wachsen. Hier übrigens das Beet mit den Tomaten. In der Mischkultur mit der Kapuzinerkresse. Aber alles, was ihr hier vorne seht, da werde ich noch ausdünnen. Ja, zu kuschelig mögen die Tomaten das auch nicht. Ich habe sie ja extra dieses Jahr ein bisschen auseinandergesetzt. Oh, da ist dies ja mal riesig geworden, aber die kriegt auch schon Tomaten. Ja, Tomaten sind überall so ein bisschen zu sehen. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Auch zu Hause. Ich habe hier noch meinen Balkon. Da sind auch ein paar Pflänzchen. Vor allen Dingen da ist der Salat. Bin ich ordentlich am Naschen. Den Balkon teile ich mir derzeit, hier ist das Loch, mit einer Taube und ihren... Ja, ein Ei habe ich bisher gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er bald noch ein zweites reinwandert. Tauben, die nisten bei mir ganz gerne auf dem Fensterbrett, auf dem Balkon. Und dieses Jahr darf ich da ordentlich Betrieb beobachten. Aber auch Angriffe von anderen Vögeln. Ich war nicht direkt dabei, aber danach war das Nest leer und alles voller Federn. Da wurde ordentlich verteidigt. Wahrscheinlich war ich da gerade nicht zu Hause. Ja, aber zurück zu hier vom Balkon. Da kann ich vielleicht irgendwann anders mal ein paar Bilder senden. Auf dieser Seite auf jeden Fall ein bisschen mehr ausgedünnt und hier unten echt Hammer. Was, oh, guckt euch das an, was hier an Blüten dran ist. Heftig. Die lasse ich auch wild wachsen. Die macht so den Anschein, als ob sie in die Breite möchte. Und ja, also Wachstumsunterschiede sind bei den Tomaten auf jeden Fall zu erkennen. Direkt daneben die Himbeeren. Hammer. Hängt auch alles. Ja, von dieser Seite sieht man es nicht, aber ich kann noch mal ein Stück reingehen. Da hängt echt alles voll mit Blüten. Die haben mir letztes Jahr richtig Freude bereitet, wobei ich noch nicht groß mit was gerechnet hatte. Ups, ja, ein bisschen aufpassen muss man schon. Bin ein bisschen größer und da, naja, das sind nicht die gewohnten Stellen. Da bin ich letztendlich auch nicht fertig geworden. Also das Dach hat es nach wie vor immer wieder zerrissen durchs Wetter. Wir hatten ordentlich Sturm, hört nach wie vor nicht auf, aber ich glaube, das ganze Land hat es ja auch getroffen dieses Jahr. Wir kennen es hier oben ja pustig. Sehr pustig sogar. Also hier Nordfriesland, Husum, Nordseeküste. Da kriegen wir öfter mal den Westwind drauf. Und ordentlich Regen. Deswegen heißt es ja auch die Graue Stadt am Meer. Ja, aber davon lasse ich mich nicht abbringen und pflanze trotzdem auch Tomaten im Freiland. Auch wenn ich da ein größeres Risiko mit eingehe. Ja, aber ich schweife ab. Hier alles Erbsen. Da warte ich natürlich drauf, dass die Schotenzeit kommt. Das kann nicht mehr lange dauern. Und im anderen Rhythmus habe ich ja vorne... Da vorne euch diese eine Reihe da noch gezeigt, die ich da unten ausgesät habe. Hier bin ich noch nicht weitergekommen, ist aber auch alles okay soweit. Das ist jetzt nicht so das Drama. Da gehe ich einmal dann bei. Aber es war halt, wie gesagt, hier echt sehr, sehr viel Regen. Wow, die Königskerze. Oh, die geht mir schon ans Kinn. Schön. Wunderschön. Oh, und hier die Bohnen haben das auch angenommen. Die ranken hier hoch. Geht alles soweit auf.
Ah, die sind aber da hinten auch hoch. Oder? Nee, stimmt gar nicht. Hab mich verguckt. Kleines Überraschungsei hier die Ecke. Und wenn nicht schon gezeigt, ich habe hier ja auch, das müsste eine Nachtkerze sein. Sie irritiert mich dieses Jahr wegen den besagten Blattverfärbungen. Sehr speziell. Ich weiß nicht, was da los ist. Dahinter ist noch eine Sonnenblume. Ihr wisst ja, wie die mittlerweile aussehen. Ja, schauen wir uns mal um hier von der Wasserstelle. Ich habe es ja im Kreis angelegt, deswegen einmal Überblick verschaffen. Und wir gegen Uhrzeigersinn, da sind wir fertig. Ah, da, hier, die Ecke da. Da können wir nochmal hin. Wunderschön. Hier habe ich die Bank hingestellt. Ich glaube, das dürftet ihr noch nicht gesehen haben. Die habe ich hier gebaut letztens. Ein bisschen muss ich die noch versteifen. Ich habe mich draufgestellt. Wo ist denn die Kamera? Da. Ein bisschen am Wackeln war sie. Also das muss ich noch versteifen. Hatte ich aber sowieso noch vor, hier auf der Höhe, dass das nachher alles aufgeht. Aber ich bin glücklich, dass ich die habe. Jetzt habe ich auch mal tatsächlich, heute steht die Sonne perfekt. Genauso für diese Sonnenstellung dann mal ein Pausenplätzchen und habe es hier richtig, richtig gut. Ja, aber hier ist noch mehr passiert, denn ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Da habe ich quasi so ein bisschen nach Größe sortiert und natürlich auch ausgedünnt. Ich habe an anderer Stelle das Holz gebraucht, da vorne drin. Auch so eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ihr das schon gesehen habt. Doch, ich meine schon, ne? Da habe ich doch schon ein Video gemacht. Ein bisschen ist das schon her. Ja, und da darf nachher auch wieder Holz drauf landen. Ich habe an anderen Stellen noch was und ich werde mich da irgendwann noch drum bemühen. Unten ist auf jeden Fall noch genug Schutzraum für jene Tiere, die sich da ausgebreitet haben. Und ich durfte hier auf der Ecke ja auch noch was beobachten. Habe ich gar nicht zu Ende erzählt, ne? Was ist denn heute los? Den Gedanken bringe ich noch zu Ende. Ich zeige euch am besten in Bildern. Ich würde sagen, da mag jemand mein Sonnenplätzchen ganz gerne. Ich hoffe, ich darf das jetzt nochmal erblicken, was ich gerade sah. Ja. Schau mal hin, guck. Das müssten Ringelnatter sein. Die auch schon an einem Plätzchen sitzen sehen, wo die Eidechsen auch ganz gerne sind. Ja, und die sonnt sich hier gerade ein bisschen. Das müsste eine Ringelnatter gewesen sein. Und zwar eine ziemlich große, war hier vorne auch auf der Ecke, wenn ich da nochmal rumgehe. Da auf dem Holz hat sie sich rumgekringelt und guckte mich an und war mit der Zunge am, am Schlängeln. guckte in meine Richtung, war sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall eine schöne Begegnung. Wir nähern uns noch an. Ich habe auch im letzten Jahr eine weibliche entdeckt, das könnte die gleiche sein, die hinten in der Weidenhöhle einfach unten auf den Steinen lag. Darüber freue ich mich besonders. Eine Weile sind jetzt allerdings aber auch nicht mehr die Eidechsen zu sehen. Ich vermisse sie tatsächlich. Aber die Schlange war eine schöne Überraschung. Die teilen sich wohl hier so das Terrain. Und die Tage sind ja auch unterschiedlich gewesen. Ich meine, jetzt so das Wetter. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie vielleicht heute noch sehe. Es wird wärmer. Ja. So, hier vorne gibt es ja noch mehr zu zeigen. Alles auch, was hier rumlag. Da habe ich ordentlich ausgedünnt. Hab das in Verwendung, hab das wegsortiert, hab auch hier nochmal ein bisschen Totholz gemacht, hab natürlich da unten das Beikraut raus und ein bisschen für, naja, ebene Fläche, es geht so, gesorgt. Und hier die Blühwiese dieser Blühstreifen. Auf der Seite Topinambur. Jetzt fehlt mir das Wort. Mir fehlt echt das Wort, was soll ich denn sagen? Also ich weiß nicht, welche Richtung ich möchte, aber ich kriege das gerade nicht raus. Naja, hier beherrschen sie das Beet, möchte ich mal so sagen. Hier unten hatte ich auch irgendwo noch Kapuzinerkresse drin. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind. Da ist nicht mehr viel über auch angefordert. Aber die wird irgendwann kommen. Hier unten, das war mal eine Sonnenblume. Weggefuttert, unfassbar. Ja, da darf ich irgendwann nochmal beigehen. Und ein paar spannende Pflanzen, die ich so noch nicht wahrgenommen habe in meinem Garten. Kann mir jemand sagen, was das ist? Würde ich gerne wissen. Darf ja sowieso an meinem Namensgedächtnis arbeiten, nachdem mir so viel flöten gegangen ist. Aber es kommt, oder ist einige schon wieder gekommen, aber ich merke auf einen Teil, da liegt so ein richtiger Schatten drüber. Ja, so ist das. Oh, hier entdecke ich gerade noch mal was Auffälliges, dass die Lupinen soweit durch sind. Ja, ist ja nicht mehr viel zu sehen.
Die haben ihre Zeit gehabt. Ja, ich meine, die, das hier alles Saatgut nachher, das trocknet dann nach und nach aus. Ja, hier werde ich demnächst mal wieder den Weg frei machen. Aber hier blüht ein bisschen was, was ich nicht so auf der Pfanne hatte. Hatte ich das hier schon im Beet? Weiß das einer? Hat jemand aufgepasst? Was ist das Gelbe hier? Kann mir jetzt einer sagen, die sind echt groß. Also gehen mir bis zur Hüfte. Das ist schon eine beachtliche Größe. Und die sind hier überall zwischen, ne? Ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr dankbar über Kommentare. Das kann uns nur alle bereichern. Ich trage das weiter, was ich verinnerlichen kann, was hängen bleibt. Und dann haben wir da alle gut von. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir auch generationsübergreifend uns austauschen mit unseren Erfahrungen. Ja, Erfahrung ist das Allerwichtigste. Und man darf auch mal was Neues ausprobieren. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mit gemacht, die Dinge einfach mal anders zu machen, als Sach- und Fachkundige mir das so erklärt haben. Gerade wegen, wie soll man sagen, geografischer Veränderung gibt es einfach ein paar Sachen, die anders laufen. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt so an den Apfelbaum denke, da gehe ich doch mal direkt hin. Sorgt für ein bisschen Abwechslung. Der Apfelbaum dieses Jahr ist echt der Oberhammer. Und ich habe tatsächlich mal all jene Triebe, die, was sagt man dazu, Wassertriebe, die habe ich alle dran gelassen. Und die sind dieses Jahr voll mit Äpfeln. Mal gucken, ob ich das euch eingefangen kriege. Da mal einen Blick hoch. Also es hängt alles voll, ne? Mal gucken, wie sich das verhält. Baum mag ja ganz gerne Luft. Hat mir mal irgendwer erklärt. Man sollte irgendwie einen Hut durchwerfen können. Keine Ahnung, was da so dran ist. Ich habe dieses Jahr einfach mal wachsen lassen. Und ich glaube, der Baum bedankt sich bei mir durch so viele Äpfel. Echt der Hammer. Richtig cool. Richtig. Eine wunderschöne Sache. Und bei den Stürmen, die wir hatten, das ist gar nicht so selbstverständlich, denn eigentlich müsste hier der Boden voll mit Äpfeln liegen. Und da können wir definitiv sagen, das ist frei. guck mal. Ein Fundstück, wunderschön, stand vorne beim Foodsharing-Stand. Ich habe versucht, den zu benutzen, der ist viel zu schwer. Also wenn ich da schon nicht mit klarkomme, wird der anders auch nicht weiterkommen. Also es hat ein richtig schönes altes Deko-Teil für mein Empfinden in der Praxis nicht tauglich. Und derzeit habe ich hier, wie erkläre ich das? Also ein bisschen neuer. Und da habe ich mir hier zusammen mit dem Mike, da habe ich mich zusammengetan, wir haben ein bisschen geschnackt. Und er hatte einen, ich hatte noch einen, alles so ein bisschen zum Reparieren und wieder funktionstüchtig machen. Er repariert und ich habe so ein bisschen über, wobei er auch einen mitbringt. Also hier werden auf jeden Fall noch welche verschenkt, wollte ich damit sagen. Das hat sich ergeben, bisschen mitgedacht, da kommen wieder welche hin, aber das ist mein Dekoartikel jetzt. Freue ich mich sehr drüber. Die Ecke da hinten, die braucht sowieso ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Flair, ein bisschen mehr Atmosphäre, wobei das jetzt schon echt ein schönes Stückchen Natur ist hier in dem Garten. Ja, hier vorne, das bleibt irgendwie Blühstreifen, fast in Gänze. Hier ist ja noch die Bananenpflanze. Hier wollte ich auch freimachen, Paprika rein, habe ich nicht gemacht, die haben einen anderen Platz gefunden. Da eine Paprika, die andere habe ich vergessen, wo habe ich die denn hin? Ja, das sind so Sachen, das ist nicht wichtig, werde ich nachher sehen, das kommt schon alles durch. Spätestens beim nächsten Mal Beikraut jeden, wenn ich alles wieder freier mache und das Mulchen kommt, dann wird es offensichtlicher. Also hier gibt es nicht wirklich was Zeigenswertes, außer vielleicht die Bananen, die ein bisschen weitergekommen ist. Da könnte ich gleich nochmal hingehen, bevor ich stolper hier bei den Gießkannen. Hier das Keyhole-Beet, das selbstdüngende Beet. Ich kann es immer nur wiederholen. Packt euch sowas in den Garten, das ist mega genial. Man könnte sagen, ein selbstdüngendes Beet, oder ich sage es ja ganz gerne, ein selbstdüngendes Beet. Da sind die Würmer unterwegs. Hier ist ordentlich Dynamik im Beet, so für meine Verhältnisse. Ich würde ja ganz gerne dieses Terra Preta von Anfang an umsetzen, aber da haben wir halt, dadurch, dass wir keine offenen Feuerstellen haben dürfen, sind ein bisschen die Hände gebunden. Muss ich mitleben, wie es ist. Und ich mache das auf andere Art und Weise. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Das, wovon ich rede, ist hier nach dem Prinzip Leben bringt Leben, immer was reinzubringen, was auch immer das ist. Holzspäne, hier Rasenschnittenmulch. Das frisst alles der Boden. Die Würmer freuen sich überhaupt alles, was hier an Tieren am Rumsnacken ist, am Durchwandern ist und sich bedient. Auch die Schnecken von mir aus. Da passiert halt eben was. Jo. Und das, was hier
vor meiner Nase sich so richtig ausgebreitet hat. Das habe ich. Ja, das ist so ein Stellchen, da würde ich gerne noch ein bisschen was drumrum machen. Auch wenn es jetzt super aussieht, da drunter habe ich noch Sachen, die hätte ich gern freigelegt. Und hier vorne auf der Ecke ist auch noch eine Zucchini, die würde sich auch noch breit machen. Und wenn ich so richtig gucke, da sind einige Ackerwinden, die, glaube ich, ja, die Pflanzen runterziehen und dem Ganzen ja, die Luft abschnüren. Da wollte ich ja dieses Jahr was besser machen. Aber zeige ich euch erstmal, was hier mit den Blüten los ist und was wir hier vor uns haben. So sieht eine noch nicht ganz offene Möhrchenblüte aus. Das sind die Möhren aus dem Vorjahr. Ich habe sie drin gelassen. Die sind richtig. Das waren nur ein paar. Guck mal, wie breit die sich machen und wie viel insektenfest das bedeutet. Das ist echt der Oberhammer. Hier nochmal das nächste Stadium. Ja, der so ein bisschen nach innen wie ein Teller aufgeht. Und dann haben wir hier unten wie so ein Blumenkohl. Dann noch diese andere Variante. Das ist das dann nachher. Jetzt wird der ein oder andere sagen, wo sind denn die Insekten bei mir? Sie haben ihre Zeit und ihr wisst ja, wie es heutzutage aussieht. Und daher kann ich nicht sagen, wo die gerade sind. Ich habe hier schon ein paar Gärten gesehen, die definitiv mehr Blühfest haben derzeit. Aber ich hole noch auf, denn die Blüte ist auch irgendwann vorbei und dann bin ich dran. Deswegen, ich denke, da werden noch ein paar Videos kommen und wir haben ja nun auch bald den 21. Juni. War es der 21.? Ich meine schon. Da fängt dann der richtige Sommer an und vor allen Dingen Sommersonnenwende. Ich hatte hier ursprünglich was vor, im Moment sehe ich das nicht. Aber wer weiß, vielleicht darf ich hier noch einladen. Mehr kann ich nicht sagen. Ich träume ja natürlich von ein paar Sachen und ich möchte hier auch so ein bisschen an, ja, weil mich in der Gemeinschaft einbringen, das was Zusammenführendes zu machen. Und da habe ich ein paar Ideen, aber die Sache ist die, ihr wisst ja, was bei mir los ist. Ja, wisst ihr das? Das weiß ich gar nicht so. Ich rede immer so. Aber in der Vergangenheit ist sehr viel passiert und ich habe meine Einschränkungen. Ich kämpfe mich nach wie vor zurück, auch wenn ich das Wort Kampf nicht mag. So. Und deswegen weiß ich nicht, ob das was wird. Also ich bin gerade erst ausgefallen, letzte Woche wieder. Habe mich Ende der Woche erst gefangen können, also fast eine Woche hat es gedauert. Und jetzt bin ich hier und ja. Ich bin froh, dass es ist, wie es ist, aber ich weiß nicht, wie es das morgen wird. Es ist sehr turbulent in meinem Leben nach wie vor, wie auch bei uns allen, was wir alle so haben. So, ich verliere hier den roten Faden im Garten. Ich möchte rüber zum Kiholbeet, was ihr gerade nicht sehen könnt. Aus meinem Blickwinkel sieht es besser aus. Also Stand der Dinge, Zwiebeln, ich glaube, die muss ich euch nicht weiter zeigen. Die erkennt ihr jetzt, auch den Unterschied zum Knoblauch. Die Zucchini-Pflanze hier unten, ja, ich weiß nicht, ob sie sich noch erholt. Sieht übel aus, aber die Natur ist öfter stärker, als man denkt. Ja. Die zwei, hier sieht man es auch wieder an den Blättern, sehr speziell, was ist da los? Ja, Rucola, zwei Pflänzchen, Mangold, die Kronlichtnelke geht auf, wunderschön. Ja, und ich kletter mal rauf, auch wenn es Schatten wirft. Tomatenpflanze, aber gut was weggefuttert, Tomatenpflanze, Kohl drin. Nochmal Mangold, ja, der prächtige Salat wurde mir dann direkt weggefuttert. Dann muss ich zusehen, dass ich den anderen sichere. Hier vorne, da habe ich nochmal Physalis. Sieht ganz gut aus, aber die Ackerwinde, die hat sich auch hier wieder überall breit gemacht. Das ist so beim Kiholbeet ist ja sehr auffällig, aber ich werde der ganzen Sache noch her. Man muss halt dranbleiben, so ist das halt, ne? Und Geduld und sich davon nicht unterkriegen lassen. Dann nochmal der Blick von hier, soweit ist hier alles sauber. Hier die Salate wieder weggefordert, Ackerwinde, da auch überall. Ja, hatte ich hier nicht was ausgesät? Irgendwas war hier doch, ist schon nicht mehr da. Tomate da drüben auch mit dem Rucola. Und zeigenswert hier noch, ja so richtig voll sieht es nicht aus, aber das kommt dann noch mit der Zeit. Die Tomatenpflanze übrigens sehr weit, ja, die ist mal dran hier mit Stabilisieren, der Stein, der dahinter liegt. Kommt dann zum Tragen, den werde ich hier einmal oben rumtüdeln und dann als Gegengewicht nutzen. Die meisten kennen ja den Tomatenhaken, ich mache das so und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Hier Knoblauch soweit, hier könnt ihr so mal sehen den Unterschied. So ein bisschen, oh, das möchte ich nicht kaputt machen. Es gibt einen Unterschied, den sieht man einfach. Ist so ein Blick, den man mit der Zeit raufkriegt. Oh, jetzt merke ich, es fehlt mir langsam an Wasser. Ich hoffe, ich kann mich noch so weit konzentrieren, dass wir das hier durchkriegen. Ich hole mal kurz das Stativ. Ja, hier vorne ist soweit alles durch, außer die Ecke da vorne sehe ich gerade.
Ja, das ist nochmal zeigenswert. Da drüben an der Ecke beim Foodsharing-Stand habe ich ja einmal die Lemon Queen umgesetzt. Hab dann noch hier die auf dem Weg ausgegraben. Die sind jetzt an anderer Stelle, da kommen wir noch hin. Aber die ist jetzt auch schon einen Meter hoch, würde ich sagen. Und alles so ein eigenes kleines Biotop hier geworden. Mit jede Menge Möglichkeiten für die Tiere, Lebensraum. Ja, wunderbar. So soll es sein. So, schaue ich mich nochmal um. Da habe ich hier doch soweit alles mitgenommen. Ja, jetzt sind wir hier vorne durch. Und es geht ja hier noch weiter. Hinten gibt es einige Baustellen. Kann ich vorab ja sagen. Ich habe ja so ein bisschen angefangen zu spoilern. Ein bisschen was ist in Bewegung. Allerdings bin ich nach wie vor an Anschlag. Also das ist... Ich gebe mein Bestes, wieder auf die Beine zu kommen, und dafür muss man halt ein paar Sachen machen, und das braucht seine Zeit, ist einfach so. Dann hier vorne auf der Ecke habe ich ein bisschen frei gemacht und ein paar Pflanzen rein. Hier ist auch die Lemon Queen reingekommen. Wow, steht das schon richtig stabil da. Ja, Borage, Kronlichtnelke, da haben wir die Ringelblumen. Hier wieder Kronlichtnelke, solche Sachen. Dann habe ich hier überall auch die Wege freigesetzt. Hier in dem Bereich ist aber sonst weiter nichts passiert, außer dass die Pflanzen weggefressen wurden. Also hier der untere Bereich hier bei mir, jetzt muss ich hier erstmal an der Brombeere vorbeikommen, der hat gut Federn gelassen. Also egal, was ich da ausgepflanzt habe, es ist eine Tomatenpflanze übrig. Von 1, 2, ich weiß nicht, ich glaube 5 Stück oder so. Der Rest ist weg. Ja, so, gehen wir mal weiter rum. Ich habe ja letztes Mal so ein bisschen den Bereich gespoilert hier, wollte aber noch nicht mehr zeigen. Deswegen, ich schaue mich mal um. Gibt es da noch was zu zeigen? Oh, ich habe vorne noch was vergessen. Da muss ich noch mal nach vorne. Einmal noch mal was abchecken. Ich habe ja noch ein bisschen gewerkelt und hier vorne, vielleicht habt ihr das im Video gesehen, ich habe das völlig vergessen, bin dran vorbeigelaufen. Das ist hier vorne das. Da habe ich nämlich was gebaut. Ich habe ja so ein bisschen Lufferschwämme und Dings und ja, wenn die nass sind, ne, das ist Natur, das vergammelt mir. Deswegen so ein bisschen Schutz gebaut. Ist jetzt nicht so der Burner, sind halt unten Löcher drin, aber das Beste, was ich so aus den Sachen machen konnte, die ich da hatte. Und ich, ja, weiß ich nicht, tüdel ja noch rum und bring mir sowas bei. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Ja, das ist mein Ergebnis. Und ich meine alles so aus Sperrmüllresten, ne? Das ist irgendwo abgebaut. Ja, schön geschliffen. Das ist butterweich. Genau, das durfte ich nicht vergessen. Jetzt gehen wir aber nach hinten. Schauen wir uns da nochmal um. Und dann sind wir auch schon fast durch. Erwähnenswert. Hier vielleicht vorher nochmal die Ecke. Ja, mit dem Fingerhut. Beinwell. Solche Sachen. Tiger, Tiger. Hier sieht es so aus. Und passend zu der Mondsichel, die wir gerade haben. Ich fand das hier so ein schönes Bild, das habe ich auch woanders gepostet. So ein schöner Ausblick. Ja, hier sammelt sich ordentlich Holz. Und ich meine, das dürfte ich euch noch nicht gezeigt haben. Ich habe ein Holzlager gebaut, wobei es ein bisschen schräg steht. Da muss ich noch ein bisschen intervenieren. Ist noch nicht ganz rund. Habe einfach mal losgelegt und oben hat es eine Schwachstelle und es steht noch ein bisschen schief. Aber ansonsten ist das schon ein gutes Lager. Und irgendwie dachmäßig soll da auch was rüber. Hab ja immer geträumt, dass das hier richtig ordentlich wird. Und so wie ihr das vorne überall seht, möchte ich das natürlich auch überall haben. Eine vernünftige Struktur, so dass ich gut zurechtkomme. Und ja, ich lasse mich hier auch nicht rausreißen. Ich ziehe mein Ding durch. Nützt nichts. Ich habe auch keine andere Chance mehr, weil alles andere würde einfach nichts. Einiges zusammengebrochen und ich kämpfe einfach auch dafür, dass ich dieses Jahr auch mal wieder Erholung kriege. Das wäre schön, richtig schöne Erholung, wo man sich auch mal wieder ausgeglichen fühlt. Das fehlt mir dieses Jahr noch, wobei ich mein Bestes gebe und da natürlich auch den einen oder anderen Moment habe. Ich würde sagen, hier auf der linken Seite fange ich an. Also hier hat sich nicht so viel getan, außer dass ich so ein paar Küchensachen in die Ecken gepackt habe. Mittlerweile habe ich Wasser da, weil ich mit Wassertrinken ein Problem habe. Jetzt muss ich gleich, habt ihr ja mitgekriegt. Ansonsten ist hier noch überall so ein bisschen Baustelle, auch von dem, was ich euch gezeigt habe, was ich da gebaut habe. Ja, und hier in der Ecke Fingerhut. Ja, nicht so, ihr kennt das ja. Jetzt spielt die Sonne auch noch mal mit. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Und hier, ja, hier hat sich richtig was getan. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt.
Die Doku-Serie hat ein paar Folgen mehr und auf jeden Fall im ersten Jahr habe ich hier das Tomatendach gebaut, zusammen mit dem Sven. Video werde ich euch mal verlinken, ist wirklich alt, ist noch eine ganz andere gefühlte Zeit. Aber der Kasten, der hier unten war mit dem Wühlmausgitter, das habe ich komplett rausgeholt, das war nicht ganz ohne. Und auch so Brennnesseln und alles, was sich da so breit gemacht hat, habe ich möglichst rausgezogen. Das liegt jetzt da oben drauf. Und dann habe ich das Beet komplett nach vorne gebaut. Könnt ihr auch unschwer erkennen. Dann habe ich hier die Begrenzung rein. Das ist fest. Und habe die Erde dann rangeholt. Somit habe ich so mehr Platz gekriegt und habe das ganze Dilemma da unten mit dem Wühlmausgitter nicht. Werde ich nie wieder benutzen, habe ich nie gebraucht. Die finden sowieso ihren Weg. Vergebene Lebensmühe. Genau. Ja, ein paar Deko-Elemente drin. Tonnenbüschen verstellt und auch hier vorne am Rand genau das gleiche wie da vorne und den Weg noch mal ein bisschen verbreitert. Wie das hier am Ende aussieht, weiß ich noch nicht. Das Glas wird irgendwann runterkommen. Wie gesagt, beim Lager mache ich dann noch mal was und letztendlich ist da auch noch nichts drin. Ein paar Pflänzchen habe ich noch, so Kohl. Mal sehen, ob ich hier den Schnecken noch mal wieder was hinpflanze. Ansonsten hat sich mein Bunker auch sehr gefreut, weil ich habe mir ordentlich Platz geschaffen und bin derzeit auch so am Ausmisten, dass ich das hier einmal klar schiffmäßig durchziehe. Ich habe ja nun ganz viel geteilt bei mir in der Doku-See und hatte einige Ausfälle und ich wurde immer wieder aus meinem Leben gerissen und habe jetzt dieses Jahr nur, also für mich gibt es nur den Weg, das durchzuziehen. Und ihr konntet das kontinuierlich von vorne nach hinten sehen. Da habe ich da angefangen und mir Beet für Beet vorgenommen, den ganzen Garten zurückerobert. Schaut euch die letzten Videos aus dem letzten Jahr an. Ich will jetzt nicht sagen Ende Dezember, aber die Zeit davor, wie es hier vorher aussah, es war alles dicht. Und von Januar bis jetzt habe ich das hier quasi alles verwirklicht. Und es sieht wieder tipptopp aus. Das Portal da oben sah echt aus wie ein Haar. Ein Haar. Wusstet ihr, dass das H aus dem Buchstaben Pi mit besteht? Es kommt mit vom Buchstaben Pi, der untere Teil. Ja, egal, random Info. Ist ein ausgedienter Besen. Habe ich da oben eingeklemmt. Das sieht soweit gut aus. Ja, habe ich noch was gemacht, was jetzt so zeigenswert wäre? Ja, in die Richtung ist Baustelle. Vieles, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Der aufmerksame Seher oder Betrachter bei mir im Garten wird das wahrscheinlich entdeckt haben. Jetzt kann ich noch mal gucken, ob hier was zeigenswert ist. Oh ja, völlig vergessen. Hier noch mal der Blick aus der Weidenhöhle, aus dem Weidentempel. Das ist die Physalis. Die sah auch mal so aus wie die andere, die ich euch gezeigt habe. Die Tomatenpflanzen hier sehen auch super aus. Da darf ich noch was zum Hochwachsen reinstecken. Zwei habe ich nun da. Also da links so ranghilfenmäßig. Da eine für zwei. Fehlt mir noch ein dritter. Da habe ich dann aber auch irgendwo noch was rumliegen. Bin dieses Jahr sortierter, es geht langsam auf, ich schaffe mir Lager. Das ganze Holz hier, das wird übrigens nicht bleiben, das wird durchsortiert, das steht da zum Trocknen. Und dass ich das nach und nach durcharbeite, alles was noch gut ist, was ich wiederverwenden kann, dass ich das sicher. Und alles andere kommt dann weg. Und es gibt genug morsches Holz, wie da jetzt auf der Ecke, das, könnt ihr es noch sehen? Doch, ja. Da an der Ecke, da. Das gehört dann nachher mit in die Beete, das sind Sachen, die in den Beeten landen. Das meine ich mit Leben bringt Leben, Gartenkreisläufe, möglichst aus dem Garten wieder was fürs nächste Jahr mitbenutzen. So halte ich das. Ja. Dann hier auf der anderen Seite. Ach so, genau, diese drei Kästen sind da unten hingekommen. Die standen vorher hier übereinander. Habe hier generell ja die Ecke freigemacht, möchte mich da dann noch irgendwann weiterarbeiten. Und das, was hier so rumsteht, gut, hier wäre noch eine Gurke. Da habe ich noch irgendwie Rotkohl und was habe ich denn hier noch? Rosenkohl beim Freischwimmerkurs und hier noch ein paar Zucchini, ne Blödsinn, Azurstar, Kohlrabis. Genau, Azurstar und das müsste der Superschmelz sein. Ja, ich würde sagen, das war ein runder Gartenrundgang. Sonne hat größtenteils mitgemacht. Ich habe mal wieder was in Kasten gekriegt und ich hoffe, die Tonspur hat diesmal hingehauen. Das ist jetzt quasi der dritte Versuch. Drückt mir die Daumen. Könnt ihr nicht. Zu spät. Ja, werdet ihr erfahren und sehen. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns wieder, wenn wir uns wiedersehen, hören, wie auch immer. Bis dann. Ich bin raus. Tschüss, tschüss.